So, jetzt machen wir aber los mit Civ 6. Und ich sage euch mal, was ich mir euch vorschlagen würde, wie wir unseren Civ 6-Abend zusammen verbringen. Dass wir nämlich zwei Sachen machen. Ein bisschen gemütlich Civ 6 zocken und der Abend ist noch jung und wir ja auch, zumindest ihr, dass wir gemeinsam auch einen Rückblick werfen auf die letzten Jahre YouTube, die wir gemeinsam erlebt haben, und dass Chipmunk, einzelne von euch, die darauf Lust haben und nicht schnell genug jetzt weglaufen, in den Teamspeak-Chat reinnimmt, um mit mir und mit ihm 4-5 Minuten kurz zu plaudern, um, ja, oder vielleicht auch nur ein oder zwei oder vielleicht auch nur mal kurz Hallo zu sagen und ich bin da sowieso und mal, ja, Wünsche zu äußern zum Programm, was ihr gerne nochmal sehen würdet oder was ihr für Erinnerungen habt. Fremdschämen-Momente an die peinlichsten Augenblicke, wo euer WB versagt hat oder Augenblicke, die ihr schön fandet, die ihr lustig fand, Kommentare, die gewollt unterhaltsam waren von mir oder ungewollt für euch oder was auch immer, was auch immer, was auch immer euch einfällt oder selber mal was erzählen oder welche Spiele ihr euch freut, wenn ihr in das Jahr 2019 blickt, was ihr gerne auf dem Kanal sehen würdet, was ihr möchtet, ja. Und dazu müsst ihr eigentlich nur während des Streams online kommen auf unseren Teamspeak-Server als Mitglied des Community-Forums, community.writingbull.de, kennt ihr das Passwort, da steht er ja drin, ihr seid vielleicht auch schon oft da gewesen. Chipmunk holt euch in der Lobby des Teamspeak-Servers ab und bringt euch in ein geheimes Refugium rein, wo er ohne Passwort normalerweise gar nicht rankommt, und zum passenden Augenblick schnappt er dann jeweils so einzeln, also nicht in Gruppen, einzeln mal jemand einen von euch rüber, und dann kann er oder sie kurz mit mir einen kurzen Plausch halten, während ich Civ 6 zocke, weil im Gegensatz zu Darksiders 3 bin ich bei Civ 6 schon so ein bisschen Multitasking in der Lage. Also mit euch reden und ein bisschen zocken, das geht. Habt ihr denn Lust zu? Fände ich schön. Denn das ist ja nicht nur mein Livestream, ich finde, das ist auch euer Livestream und ihr könnt gerne mit mir und mit den anderen ein bisschen quatschen. Fände ich echt schön und ich bin mal gespannt, wer sich als allererster traut. Vielleicht ist es ja sogar der sehr geschätzte Kollege Legendary Marvin, weil der hat wahrscheinlich von euch allen das wenigste Lampenfieber, weil das ein alter Streaming-Hase ist. So, und während die ersten hoffentlich bald reinkommen, gehen wir mal und überlegen wir uns, welche Partie wir spielen. Mein Vorschlag ist folgender. Wir spielen, wir machen es ganz gemütlich und spielen Deutschland, beziehungsweise das Heilige Römische Reich, und gehen mal bei Spiel erstellen rein. Wir machen nicht einen zufälligen Anführer, sondern neben uns Friedrich Barbarossa, den ich seit Jahren, wahrscheinlich seit anderthalb Jahren, nicht mehr gespielt habe für euch. Der relativ simple Boni hat, da muss man nicht lange nachdenken. Ein Militärregierungsplatz, Friedrich Barbarossa, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, und mehr Kampfstärke beim Angriff auf Stadtstaaten. Das heißt, da ist es so mit Gruppenkuscheln mit Stadtstaaten, vielleicht ist das nicht unbedingt die beste Devise. Weitere Boni, jede Stadt kann einen Bezirk mehr bauen als sonst. Ne? Bevölkerungslimit limitiert das ja normalerweise bei einem, das ist cool. Bis zum U-Boot werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Hanse, bin ich auch nicht so sicher, ersetzt den Industriebezirk, ist ein bisschen billiger zum Bauen. Und gibt +2 Produktionsbonus für ein angrenzendes Handelszentrum. Das heißt, man sollte Handelszentren und Industriebezirke nach Möglichkeit oder Hansen in der Regel nebeneinander bauen. Am besten diejenigen, die gerne quatschen würden, versammeln sich im Stammtisch. Dann weiß ich, dass ich nicht irgendjemand random rauspicke, sondern dass auch wirklich da diejenigen sind, die interviewt werden wollen. Ja, also im Teamspeak-Server auf dem, ist, du meinst den Civ 6 Stammtisch oder wie heißt der genau? Nee, der normale Stammtisch. Okay. Welches Zufallskartenskript hättet ihr gerne? Wir machen Zufallskartenskript. Hättet ihr Kontinente, Fraktal oder Binnenmeer, ein großer Ozean in der Mitte der Karte? Man kann rechts und links im Uhrzeigersinn drumherum laufen oder Inselplatten oder Pangaea, also ein einziger Kontinent. Mein Kontinent, mein Vorschlag wäre Fraktal. Eine unberechenbare Karte mit ein oder vielen Landmassen. Das wäre mein Wunsch. Sollen wir auf Gottheit spielen, wird sich gerade gewünscht. Das ist ja spannend. Sollen wir das machen? Komm, Leute, wir spielen auf Gottheit. Wir machen Schwierigkeitsgrad nicht Unsterblicher, sondern Gottheit. Dann könnte... Wir wollen ja hier... Tja, machen wir. Wir spielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und, auf Fraktal. Ich bekomme auch kein anderes Kartenfeedback. Jemand wünscht sich ab Archipel, Pangaea, Fraktal. Nochmal Fraktal lese ich im Chat. Alles außer Fraktal ist mir zu
nah am Rektal hebt jetzt GS Taro G deutlich das Niveau im Chat. Vielen lieben Dank dafür. Wir machen eine kleine Kartengröße, damit wir auch 6 Spieler, wir machen 4, damit wir auch wirklich was erleben. Wir spielen ja nur heute Abend, haben 3 zufällige Anführer, lassen den Rest wie es ist. Fraktal, winzige Karte, 6 Stadtstaaten, Gottheit, Antike, alle Siegvarianten an und auf geht es. Alles klar? Auf geht's. Viel Vergnügen euch und mir bei einem von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. O großer Friedrich, König der Deutschen, euch obliegt es, aus den unabhängigen Staaten, die euch umgeben, ein Reich zu formen. Ihr seid ein geborener militärischer Anführer. Nutzt diese Fähigkeit, um euch die Städte untertan zu machen, damit sie zu blühenden Zentren des Handels und Handwerks werden. Auf das! Auf geht es! Viel Vergnügen! Und hier starten wir, wollen wir uns gleich mal alles anschauen, wo wir hier sind. Mit einem Siedler und einem Krieger. Wir haben Stein, Bonusressourcen, Krabben in der Nähe. Das ist Quecksilber, das gefällt mir gut. Reis, Fluss ist klasse, alles gut. Können wir an Ort und Stelle, wir haben einen Berg in der Nähe, da können wir, und hier noch Berge, hier können wir sehr cool auf Campus oder auf heilige Stätten gehen. Beide haben Vorteile beim Gebirge. Auch hier, das sieht alles gut aus. Wir könnten, das hier ist ein Hügel, oder? Ebene Hügel, hätten wir einen kleinen Verteidigungsbonus. Wir gehen mit dem Kollegen nochmal Richtung links gucken. Ist das ein Hügel hier? Das ist mal so schlecht zu erkennen, finde ich. Ja, wir rennen mal hier hinten hin. Ja, jetzt nicht so dramatisch. Ich denke, hier an Ort und Stelle, das können wir machen. Luxusressource wird ein bisschen dauern. Weizen, Pferde. Oder wir stellen uns hier hin. Da müssten wir eigentlich auch... Nee, das ist ein Meer. Da haben wir kein Süßwasser. Das ist kein... Hier könnten wir auch hin. Ich finde den Standort eigentlich gut. Ich finde den eigentlich auch gut. Hügel. Ja, machen wir. Hier starten wir. Aachen. Mit Aachen starten wir. Der Pfalzstadt. Und starten mit Monument oder Speer. Erste große Glaubensentscheidung. Ich bin persönlich ein großer Freund von Speern. Und von Monumenten. Mit Monumenten, aber ein Speer zu Beginn brauchen wir. Wir sind alle verteilt. Das ist optimal. Mit Pferden, da kann man nichts falsch machen. Und Forschung brauchen wir wahrscheinlich Steinbruch bald. Weide wäre auch gut. Tierzucht. Wo ist Steinbruch? Hier unten, ne? Genau. Gehen wir auf Weide oder auf Steinbruch? Erstmal auf die Weide. Eine Runde weiter. Die meisten wünschen sich auch Speer. Insofern habe ich mal nichts falsch gemacht. Oben oder unten rum? Eigentlich sollten wir auf Ebene langlaufen. Dann entdecken wir, hier unten ist viel Wald, da kommen wir mit dem Speeren, mit dem Krieger nicht schnell rum. Ich könnte mir sogar überlegen, um Bonusdörfer aufzudecken, dass wir da hinten rumlaufen. Aber wir wagen es mal. Wir gehen mal eins hoch und haben hier auch, hier sieht es halbwegs flach aus, das ist okay. Aber das sieht auch aus, als wäre da bald Meeresküste, da kommen wir natürlich nicht so schnell vorwärts. Da, es geht. Hier kommen wir rüber, über den Fluss in der nächsten Runde. In 3 Runden haben wir auch einen Speer. Da kommt der erste Barbar jetzt schon. Das ist früh. Das heißt, die Barbaren werden uns bald angreifen. Wir müssen nach dem Speer eventuell nicht auf Monument gehen, sondern frühzeitig auf die erste Militäreinheit, was ich echt schade finde. Er rennt hier zurück zu seinem Barbarendorf, um zu petzen, dass er uns entdeckt hat. Keine Bonusdörfer weit und breit. Das ist der erste Speer. Der soll nicht drauf gehen. Eigentlich würde ich hier oben gerne rumlaufen. Aber der kann schnell drauf gehen. Trotzdem, wir rennen hier mal lang. Boah,
ist hier viel Quecksilber. Wenn wir, oh, schaut euch das mal an. 5 Quecksilbervorkommen nebeneinander. Da könnten wir uns satt und dämlich handeln. Einen zweiten Speer nicht. Es ist die Frage, Krieger, Schleuderschütze oder Monument? Eigentlich bin ich nicht der Typ, der gerne ohne die entsprechende Militärkarte auf Krieger jetzt schon geht. Oder auf Bogenschütze. Ich hätte gerne natürlich diese Karte hier, Agoge, für eine schnellere Produktion. Dann brauchen wir ewig, bis wir da sind. Vorher 3 Geländefelder modernisieren, da bräuchte man einen Handwerker. Das ist alles nicht so gut. Das ist alles nicht so gut. Ja, macht es aber mit dem Monument, damit wir überhaupt in die Forschung reinkommen. Es ist ein Risiko jetzt, mal gucken, ob es gut geht. Und mit ihm ziehe ich sogar zurück. Die Stadt hat nur 13 Trefferpunkte, um die mal ein bisschen zu verteidigen. Wer weiß, wann die Barbaren kommen. Das ist sehr früh, dass wir jetzt mit dem Krieger zurückrennen. Das gefällt mir eigentlich nicht. Nie mehr kann ich die wunderschönen Flecken dieser Erde so betrachten, als wären sie das Schönste, was ich je gesehen habe. Der Crater Lake übertrifft sie alle. Ein erstes Naturwunder aufgedeckt, das gibt gleich den ersten Zeitalterpunkt. Oder wie der kultivierte und zivilisierte Ziver zu sagen pflegt, der erste Zeitarbeiterpunkt. Da ist er, hier unten. Heureka für die Astrologie. Und unser erster Eintrag in unserer Chronik. Das Deutsche Reich schreibt Geschichte. Die Erkunder Deutschlands haben als erste große Zivilisation den Crater Lake entdeckt. 3 Zeitalterpunkte. Wir brauchen wie viele? 12 bis zum normalen Zeitalter. Okay. Hier ist er. Und er gibt als Bonus... Ist ein See, bringt 4 Glauben, eine Wissenschaft und Süßwasser in dessen Nähe zu siedeln, könnte Sinn machen. Die kranke Nonne macht mich darauf aufmerksam, dass ich anscheinend immer noch auf Twitch formal Darksiders 3 streame. Ja. Soll ich deswegen den Stream kann ich weiterlaufen lassen? Ich kann mal versuchen, das kurz zu verändern. Und tappe hier mal raus und hoffe, dass das jetzt hier gut geht. Wenn wir das jetzt mal verändern, mal schauen, ob das funktioniert. Ihr seht ja nicht, was ich hier mache. Ich hoffe sehr, dass mir hier nichts abschmiert. Oh, das war schon mal der falsche Klick. Jetzt müsste eigentlich alles richtig sein. Nein, wurde es angenommen oder nicht? Wird nicht angenommen. Ich gebe mein Bestes. Ist das denn so schlimm? Ich finde es eigentlich nicht, aber... Ich lasse es jetzt mal. Ich mache noch einen zweiten Versuch, es live zu machen. Meine, die Leute kommen ja wegen dir, nicht wegen dem Spiel. Glaube ich eigentlich auch, oder? Okay, wir machen einfach weiter hier. So, wieder drin. Und wie geht es weiter? Mit dem Krieger. Noch ist der Barbar nicht gekommen, wir ziehen zurück. Für alle, die ein bisschen später dazugekommen sind, ja, wir spielen nicht Darksiders 3. Damit hatten wir angefangen, jetzt spielen wir Civ 6, ein 30.000 Abonnenten Spezial. Wir spielen jetzt Civ 6 mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und mit dem Kaiser Rotbart. Ein Bonusdorf, das ist gut. Hoffentlich zieht uns da keiner rein. Und wir spielen auf Gottheit, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, auf dem ich nur nie öffentlich Let's Played habe. Und was bekommen wir?
Ah, eine Inspiration, ein 40% Bonus an den benötigten Punkten für die kulturelle Forschung Mystik. Vielen Dank an diesen freundlichen Kommentar von Rantankan. So, jetzt ziehen wir noch weiter. Ich bleibe vorerst auf Ebenen. Weil da einfach am schnellsten vorankommen, weil wir noch mehr Bonusdörfer suchen. Oh, ihn können wir befördern, habe ich jetzt verpasst. Hier oben ist schon das ewige Eis. Hier hört die Karte auf, wir sind also weit im Norden. Oh, wir lernen jemanden kennen. Herzliche Grüße an Harald Sigurdsson, einen Wikinger, wie ihn kein Land und kein Meer je gesehen hat. Als zittert ihr schon? Nö, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Machen wir einen auf friedlich. Möchtet ihr unsere nahegelegene Stadt besuchen und unsere Gastfreundschaft genießen? Das heißt, wir geben keinen Wissenpreis. Er aber, wo seine Stadt liegt, ja gerne, danke. Ich hoffe zumindest, wir sehen jetzt, wo seine Stadt ist und nicht umgekehrt, dass nicht das genau das genaue Gegenteil gerade passiert ist. Ein Heurika für die Schrift und... Nein, wir haben ihm verraten, wo unsere Stadt liegt, das war's schon. Wo haben wir ihn denn aufgedeckt? Wo ist er denn? Seht ihr seine Einheit? Die muss bei uns durchgezogen sein. Ich kann keine erkennen. Wir ziehen oben mal im entgegen dem Uhrzeigersinn noch ein Bonusdorf. Das ist cool. Ah, ich habe schon wieder vergessen, den zu befördern. Da ist der Speer. Wir schauen mal, ob wir den bekommen. Er wird jetzt versuchen. Da kommt der erste Barbarenkrieger. Vor dem müssen wir nicht wirklich Angst haben. Hunde schauen zu uns auf, Katzen auf uns herab. Schweine begegnen uns auf Augenhöhe. Jetzt können wir Weide- und Jagdlager bauen. Monumente sind 3 Runden fertig. Nächste Technologie, der Bergbau, damit wir Steinbruch freischalten können. Kornspeicher brauchen wir nicht zwingend, weil Wohnraum werden wir vorerst noch keine Probleme haben hier in Aachen. Denke ich mal. Noch lange nicht. Alles gut hier. Der Steinbruch ist neu dazugekommen. Also das Steinvorkommen, noch nicht der Steinbruch. Das sind eigentlich ganz gute Felder hier. Wir machen Folgendes. Ich ziehe hier mal rein. Weil er wird uns angreifen und wir werden innerhalb der Stadt dann bleiben und schnell heilen. So stelle ich mir das vor. Wir können auch rüberziehen. Wir können auch versuchen, sein Dorf zu finden. Wir gehen erstmal hier rein in das Bonusdorf. Und vergiss da nicht befördern. Stimmt. Wir haben jetzt gerade was bekommen als Geschenk? Wir haben einen Stadtstaat getroffen. Die erste große Zivilisation sind wir, die Laventa getroffen haben. Haben dadurch einen Gratisgesandten bekommen, als Quest erhalten, dass wir einen Regierungsplatz bauen sollen, gefälligst. Und wir bekommen jetzt 2 Glauben in der Hauptstadt, das ist gut, dann bekommen wir schnell ein Pantheon. Das sind die ersten Glaubenspunkte, die wir überhaupt bekommen, das gefällt mir. Das ist echt gut. Ein weiterer Zeitalterpunkt draufgekommen. Regierungsplatz bauen, okay, Stadtstaat. Und den können wir befördern. Ich hole mir mal die Hügelbeförderung, dann sind wir immer auf Geländefeldern, von denen man aus weit gucken kann, potenziell, und können da schnell drüber laufen, ohne ausgebremst zu werden. Wir werden denunziert! Kaum haben wir ihn kennengelernt, schon will dieser wilde Mann uns hier denunzieren. Unfassbar. Fürchtet euch vor den Wikingern, vor ihrer falschen Freundlichkeit. Was hat er denn gegen? Oh Gott, gleich dunkelrot. Was ist denn los mit dem? Was hat denn für eine Agenda? Der letzte Wikingerkönig baut eine große Marine auf und respektiert Sifs, die seinem Beispiel folgen. Mag keine, die das nicht machen. Wieso soll ich im Binnenland eine Marine bauen? Ich bin ein so armer Kaiser hier. Ich habe in meinem Palast noch nicht mal eine Badewanne, mit dem ich ein Papierschiffchen falten lassen könnte. Ich könnte höchstens eins den Fluss runterfahren lassen. Nee, danke. So, der versucht... Da ist der Späher. Von wo kommt der?
Anscheinend von hier links oben, oder? Oh, man sieht die Grenzen zu der Stadt. Ihr seid verdammt nah. Echt, wo sind sie denn? Ja, links oder? Bei der Bergkette, ja, westlich von der Hauptstadt. Oh, du hast recht. Sehr gut beobachtet. Hier seht ihr im Westen, der ist direkt bei uns um die Ecke. Vielleicht startet die KI auf dem hohen Schwierigkeitsgrad natürlich mit Unmengen an Starteinheiten. Eine Runde weiter. So, ich habe mit Absicht ein Feld Abstand gehalten zu dem Wald, damit er... Ah, zwei Barbarenkrieger jetzt schon. Zurück in die Stadt. Kann sein, dass wir den Speer bald zu Hause brauchen. Oh, lala. Vier weitere Barbaren. Zwei weitere. Vier in Summe. Autsch. Das ist unschön. So fühlt sich das also an, wenn man auf Gottheit spielt. Wieder ein Stückchen klüger geworden. Danke. Wir brauchen ein paar Militäreinheiten. Wir haben jetzt hier das Monument fertig. Das Entscheidende für die kulturelle Forschung. Das ist soweit okay. Krieger oder Schleuderschütze? Ich denke mal ein Schleuderschützen. Wenn wir mit dem gewinnen, kriegen wir dadurch auch einen Boost bei der Technologie Bogenschießen. Den brauchen wir früher oder später ja auch. Bergbau. Wir könnten auch frühzeitig auf Bogenschützen gehen. Wir können uns Handwerk im Augenblick eh nicht leisten. Ich mache das tatsächlich. Ich ignoriere, wir können es im Augenblick nicht leisten, einen Handwerker zu bauen. Weil wir könnten seine Modernisierung noch nicht mal verteidigen. Und wir müssen auch erstmal Truppen bauen. Ich fange mal an, den Bogenschützen zu erforschen und setze drauf, dass der Schleuderschütze, den wir bald haben, dass der uns den Boost dafür bringt. So, hier können wir einmal angreifen. Uns in die Stadt ohne großes Risiko. Wir fallen in die Stadt zurück. Und können da heilen schnell. Ich gebe mal meinen Plan auf, dem bei der Stadtverteidigung zu helfen und renne stattdessen mit dem runter Richtung Süden, um Bonusdörfer zu suchen. Und wir lernen noch jemanden kennen. Wir haben den unsterblichen Sohn des Himmels kennengelernt. Ich grüße dich, großer Qin Shi Huangdi. Wie immer ein Rauschebart vor dem Herrn, der mich ein bisschen an den jungen Piropaka erinnert. Hübsches Käppi, sehr viel Gold. Und wenn ihr die Mutter der Drachen eventuell schon kennt aus irgendwelchen historischen Dokumentationsfilmen, hier ist der Opi des Drachens, wie ihr seht. Seht ihr an seiner Gürtelschnalle. Eine Ehre, euch kennenzulernen, definitiv. Wir brauchen Verbündete im Kampf gegen den frechen Norweger. Ja, wir tauschen Infos über unsere Hauptstädte aus, das ist okay. Sade liegt weit im Süden, schaut mal in die Minimap. Sehr weit im Süden, hier unten. Autsch, das ist ein gutes Stück weg. Ein weiterer Stadtstaat am Mack. Unsere Quest rekrutiert einen großen Propheten. Ein weiterer Zeitalterpunkt dazugekommen. Es fehlen uns aber dann noch nur noch fünf. Fünf fehlen uns noch für ein normales Zeitalter. Okay. Aber einen gesamten haben wir hier noch nicht, ne? Nein, keinen. Bald werden wir das erste Pantheon bekommen, hoffe ich mal. Weil wir plus zwei Glauben produzieren jede Runde. Das ist echt hilfreich. Da kommen feindliche Schleuderschützen. Sondern durch Weisungsbefugnis wird etwas zum Gesetz. Sehr hilfreich. Gesetzgebung, Politik ändern. Wir bekommen die erste richtige Regierungsform automatisch, das Stammesfürstentum. Haben einen extra Militärpolitikplatz, weil wir das Heilige Römische Reich spielen. Die können das, die dürfen das, die bekommen einen gratis. Setzen logischerweise beide Militärkarten ein. Jetzt ist die Frage, gehen wir auf plus 1 Produktion oder auf plus 1 Glauben? Ich schiele auf ein schnelles, gutes Pantheon und gehe mal auf plus 1 Glauben. So. Den Schleuderschützen in drei Runden. Mit ihm
würden wir den Barbaren nicht killen, aber wir würden ihn so stark schwächen, dass er vermutlich abziehen würde. Da haben wir nichts von. Ich setze mit ihm mal mindestens eine Runde aus. Wir wählen die nächste Ausrichtung. Handwerkskunst oder Außenhandel? Handwerkskunst, das bringt uns die Militärkarte. Mehr Produktion für Nah- und Fernkampfeinheiten. Jetzt ist die Frage, also der Speer ist ruckzuck vernichtet hier oben. Der kommt noch nicht mal gegen Schleuderschützen richtig durch, wo die ja wirklich schwach sind im Nahkampf, das macht keinen Sinn. Die Frage ist, wo ziehen wir mit ihm hin? Hier im Süden durch, da ist der Chinese vermutlich auch schon lang gezogen. Ich suche Bonusdorf, wer oben ist zu riskant. Das ist irgendwo ein Barbarendorf. Wir ziehen hier mal lang. Oh lala, Küste oder Binnensee? Küste. Dann könnte hier auch Küste sein. Und wir könnten auf so einem ganz schmalen Zipfelchen von diesem Kontinent sein. Das wäre natürlich heftig. Wir werden auch die Chinesen denunzieren uns. Euer Ruf ist für immer befleckt. Na, das ist natürlich nicht so schön. Liebe Grüße an alle, die ein bisschen später dazugekommen sind. 30.000 Abonnenten auf YouTube und ein kurzfristiges Stream-Special. Mittlerweile mit Civ 6, mit Civilization 6. Ja, umzingelt von Barbaren. Das sieht nicht so gut aus. Nächster Schleuderschütze, erster kommt in zwei Runden erst. Können wir den killen? Wir könnten ihn halb killen. An den da hinten kommen wir nicht ran. Ich hoffe mal, der hilft uns. Schwierig, soll man den weiter heilen lassen? Das Problem ist, wir können den ohnehin nicht killen, weil wenn wir den killen, landen wir mit unserer Einheit auf dem Feld. Also nicht in der Stadt. Und dann war es das. Wir können also mit der... Andererseits, die Nahkampfeinheit muss in zwei Runden die Stadt verlassen, weil dann der Schleuderschütze da entsteht und weil die nicht auf zwei Feldern gleichzeitig stehen können. Das ist alles nicht so gut. Ich überlege mir sogar, ob ich eventuell auf Krieger umschwenke, aber den Bogenschützen hätte ich gerne freigeschaltet, weil der Krieger kann draußen eher überleben als ein Schleuderschütze. Sehr schwierig. Ein Schleuderschütze könnte hier hinziehen, geschützt von dem Fluss auf den Hügel und von hier aus immer auf das Feld schießen. Ich lasse den auf jeden Fall erstmal drinnen, damit er nochmal länger heilt. Weil der muss sowieso frühzeitig aus der Stadt raus und er weiß, ob er das überlebt. Aber ich ziehe mit dem Speer nicht zurück. Wir ziehen ja weiter unten rum und gucken, was wir alles aufgedeckt bekommen. Puh. Das könnte eine sehr kurze Partie werden hier. Wollen wir mal versuchen... Augenblick, da kommt jemand. Kleinen Moment. Einen weiteren Anführer haben wir kennengelernt. Durch die Gnade des Alleinigen Gottes, des Mächtigen, des Ewigen, dessen Königreich kein Ende hat, grüße ich euch in aufrichtiger Freundschaft. Es ist auch eine Ehre, dich kennenzulernen. Komm, tauschen wir Infos über unsere Hauptstädte aus. Ja, du zeigst mir deine, ich zeig dir meine. Und wir schauen mal, das ist hier unten. Oh, zuerst greifen uns... Kleinen Moment, Chip, ich hab's gehört. Kleinen Moment. Wir werden von den Schleuderschützen angegriffen. Die brauchen aber lange, bis sie die Stadt runterhauen. Das geht nicht so schnell. Das geht nicht so fix. Unsere Einheit heilt aus. Wir haben hier unten Kairo kennengelernt. Arabien ist mit im Spiel. Und wir lernen jetzt nochmal jemanden kennen im persönlichen Gespräch, den Chipmunk uns jetzt reinbringt. Das wäre schön. Gleich wieder da. Ja. Bin gespannt, wer es ist. Wir sind als erstes Reich überhaupt allen anderen Zivilisationen begegnet und bekommen dafür stolze 5 Zeitalterpunkte. Wir trafen Arabien und haben damit jetzt schon das normale Zeitalter erreicht. Das ist schön. Ich hoffe, wir werden es auch erleben. Denn die Barbaren schnüren uns hier in Aachen ein. Kein Wunder, wenn man auf Gottheit spielt, dann kann das passieren, wenn man nämlich keine Gottheit ist. Chip, wen haben wir? Ja, wir haben den guten Newstorm hier. Newstorm, grüß dich. Hallo. Hi. Na, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Das höre ich sehr gerne. Schöner Abend. Das ist klasse. Willst du uns eventuell verraten, aus welchem Teil der Real-Life-Zufallskarte so ganz grob du mit dazu stößt? Aus dem schönen Wien. Oh, das finde ich ja sehr schön. Dann bist du ja der im Vergleich zu mir der Vertreter einer anderen Zivilisation. Möchtest du mir deine Hauptstadt zeigen? Ich zeig dir meine. Sehr gerne. Das ist meine, das hier ist Aachen. Und okay. jetzt bitte noch einmal Wien zeigen. Die ist da im Süden. Also wenn du ganz, ganz weit runter gehst, dann zwischen einem, das sind Berge. Da ein bisschen in den Osten. Sehr da schön. Da ist dann Wien. Das ist ja fein. Da ist ein Fluss durch. Hört mal, wir sind ja jetzt total international unterwegs. Wir haben ja jetzt, wir sind mit einem Österreicher, einem Schweizer und einem Deutschen hier vertreten. Als nächsten hätte ich gerne... Das ist der Beginn eines schlechten Witzes eigentlich. Irgendwie schon. Wenn ich einen Wunsch äußern darf, wenn du freundlicherweise als nächsten Zuschauer entweder jemand aus Liechtenstein oder den Papst dazu holen könntest, dann wäre ich dir dankbar. Den Papst? Was dir einfacher fällt. Bist du selber auch Silver Newstrom? Ja, ja. Also wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass ich weit unter deiner Gürtellinie spiele, aber... Das glaube ich nicht. Ich glaube sehr sogar, aber ja. Also wenn du hier beim... Du kannst mich ruhig Marv nennen. Also wenn du hier beim Stream ein bisschen mit reinguckst und das machst du ja, dann stellst du ja fest, dass auch ich mich hier keineswegs mit Ruhm bekleckere. Ist denn Civ 6 der erste Civ-Teil, den du spielst, oder hast du vorher schon andere gezockt? Mit Civ 5 habe ich angefangen. Oh. Ich weiß, ich bin ein Banause, aber... Nein, wieso denn? Ja, andere spielen seit Civ 3, 1 oder sonst was und nicht so, ja, ich habe bei Civ 5 angefangen, ich finde das Spiel toll. Ich habe bei Civ 6 angefangen, also. Achso, okay. Wenn ich euch mal kurz, bevor wir das Gespräch fortsetzen, ein kleines Risiko zeigen darf, soll ich das machen? Ich kann mit dem Krieger aus Aachen auf den feindlichen Krieger drauf, sollte ihn dann auch vernichten, würde mir dann aber das Feuer von zwei Schleuderschützen auf mich ziehen. Andererseits, Alternative wäre... In der nächsten Runde der Schleuderschütze. Ja. Ich könnte auch auf den Schleuderschützen da oben drauf ziehen, ihn verwunden. In der nächsten Runde erscheint mein Schleuderschütze neu. Aber der Krieger ist halt so schön verwundet im Augenblick. Ganz schwierige Entscheidung. Mach den Krieger kaputt. Meinst du? Ja, ich will den Krieger kaputt. Reichen zwei Schleuderschützen aus, um meinen einen Krieger fertig zu machen? Also, ich würde jetzt auf den oberen Schleuderschützen gehen und danach in der nächsten Runde wieder auf den Schleuderschützen und dann auf den Krieger feuern mit dem Schleuderschützen, den du bekommst. Also, mir kommt gerade ein Gedankenschuss. Ja. Du könntest jetzt mit dem Krieger den Schleuderschützen angreifen und in der nächsten Runde dann mit dem Krieger den Krieger angreifen und mit dem Schleuderschützen den Schleuderschützen angreifen. Wie auch immer, ich greife jetzt den Schleuderschützen an und dann gucken wir mal, wie die KI zieht. Das ist ja die große Unbekannte in der Rechnung. Nächste Runde haben wir zwei Einheiten. Wir müssen mit dem Krieger raus aus der Stadt, mit dem Schleuderschützen im Neuen drin bleiben. Ich ziehe mal hier mal hoch und gucke, was passiert. Also den verletzen wir erstmal schwer. Dann hat er noch ungefähr, ich glaube, 45% der Trefferpunkte oder noch weniger. Nur noch 30. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie der reagiert. Wir sind hier unten unterwegs, überqueren den Fluss. Ich sehe gerade etwas, was uns gar nicht gefällt. Oh nein, was denn? Wenn du etwas von deiner Hauptstadt nordwestlich gehst. Oh nein! Hast du ein schönes... Oslo, frisch gegründet, klar, der hatte einen zusätzlichen Startsiedler. Ein norwegischer Krieger und ein Späher belagern uns und kommen vom Westen. In Aachen steigt Rauch aus den Gebäuden raus in den Himmel. Und das sind, glaube ich, keine Freudenfeuer, die gerade abgefackelt werden. Oh oh, zwei Krieger auf einmal. Ich glaube, wir kriegen gleich den Krieg erklärt. Wir werden auch von den Arabern denunziert. Leute, das ist der erfolgreichste Livestream, den ich hier hatte. Ich glaube, nachdem wir bei Darksiders 3 schon so... Also zuerst abkacken und nochmal abkacken. Oh, wir haben Glück. Die greifen sich gegenseitig an. Entschuldigt, ich bin immer ein bisschen früher als unser Gespräch. Ja. Weil ihr seht ja, also Chippy und Newstrom sehen ja immer das 25, 30 Sekunden später, was ich live kommentiere. Das ist der typische Stream-Schicksal. Und wenn ich euch das mal sagen darf, ihr seht es ja jetzt auch, den beiden Mitkommentatoren sagen darf, jetzt haben die Barbaren tatsächlich die Norweger angegriffen. Wenn wir ein bisschen Glück haben, dezimieren die sich gegenseitig. Ja, jetzt müssen wir typische Taktiken.
Jetzt müssen wir pokern. Also der Schleuderschütze innen drin kann noch nicht kämpfen, weil der Krieger erstmal rausziehen muss. Mit dem Krieger könnten wir rausziehen und in einer Runde den Feindkrieger killen. Das machen wir auch. Willst du wirklich den Krieger töten? Ich würde ja Schleuderschützen töten, weil die... Geht nicht, weil... Obwohl ja die Schleuderschützen stehen an der Front. Ja, töte den Krieger. Ich glaube, ja. Ich kann ihn deshalb nicht töten, weil das Programm... ich darf ja nicht am Ende des Zuges auf demselben Feld sein wie der Schleuderschütze. Das heißt, es muss irgendwo sichergestellt sein, dass ich die Stadt auf jeden Fall verlasse mit dem Zug. Weil nicht zwei Militäreinheiten auf demselben Feld beim Rundenwechsel sein dürfen. Deshalb kann ich nur ihn angreifen, wenn ich jemand angreifen will. Ich mache das jetzt auch mal. Ja, weil du zuerst aus der Stadt raus musst und dann erst deinen Angriff machen. Ganz genau. Ja, genau. Ja, siehst du, kannst es besser als ich. Ich sitze hier auch in der Maus und habe es einfacher. Jetzt haben wir gerade den ersten Erfolg errungen. Wir haben eher den ersten Barbaren gekillt. Das ist sehr schön. Und jetzt haben wir den Schleuderschützen und jetzt boosten wir unsere Technologieforschung beim Bogenschießen und machen ein Feuer da vorne auf den Schleuderschützen und killen den. Der hält sich den Kopf und ja, Heureka! Nachdem ein Schleuderschütze endlich einen Feind besiegen konnte, steht euch der Sinn nach stärkeren Fernkampfwaffen. 40% und noch ein Heureka für die Bronzeverarbeitung. Das ist ja ganz schön. Um uns mal kurz zu demoralisieren, werfe ich jetzt mal mit euch zusammen einen Blick in die Weltrangliste und auf den Herrschaftssieg. Wir haben 27 Militärpunkte. Ja, ich traue mich kaum mit der Maus über die anderen bekannten drei Zips drüber zu gehen. 100 von Start an ein paar mehr als du. Ja, 138 haben die Chinesen. Das heißt etwa das Vierfache, vier bis fünffache eher. 145 Saladin und 153 die Norweger. Boah. Wow. Aber die Chinesen und die Wikinger sind ja berüchtigte Kriegervölker. In der Tat. Und die Araber sind ein berüchtigtes Reitervolk. Liebe Grüße an Gaius Julius und gute Nacht. Er muss früh in die Haia. Ein Mitko-Moderator hier bei unseren Community-Events. Bei dem Wissenschaftssieg, wir erzeugen 3,5 Wissenschaft pro Runde, die anderen 7 allesamt. 6, 3 bis 7, das heißt das Doppelte. Kultur, wir 3, 9. Die anderen 9 bis zu 9, 5. 9, 5 die alle. Aber schau mal auf den Religionssieg. Wir führen ja. Weil wir drei Glauben erzeugen und damit mehr als die anderen. Da muss man aber schon sehr gläubig sein, um zu glauben, dass wir das... Wir haben ja den Bullismus, bitteschön. Ja, um Gottes Willen. Demnächst werden wir den Bullismus haben. So, der Schleuderschütz ist abgeschlossen. Wir müssen auf jeden Fall weiter Krieger produzieren. Wir können die Produktionskarte für die schnellere Militärproduktion uns in 6 Runden holen. Wir müssen, also Siedler, Handwerker, hat alles keinen Sinn. Die Frage ist, Schleuderschütz oder Krieger... Wir holen uns noch einen Krieg. Na, Moment mal, wir können doch pokern. Wir haben ja 148 Gold. In 5 Runden ist der Bogen des Bogenschießen erforscht. Der Schleuderschütze wäre in 4 Runden fertig. Und dann könnten wir ihn mit Gold umwandeln in den Bogenschützen. Ja, aber das ist sehr teuer, oder? Da würde ich dann ehrlich gesagt eigentlich die Karte einsetzen und dann einfach schneller einen Bogenschützen. Es könnte uns das Überleben sichern. Weiß einer von euch, auch vielleicht von den Zuschauern im Chat, wie teuer das ist, einen Schleuderschützen zu einem Bogenschützen zu befördern? Weiß das jemand auswendig? Oh, ganz liebe Grüße an jemand anders in Ehrenfeld, in Köln-Ehrenfestfeld, an Space Maul. Liebe Grüße. Weiß das jemand auswendig? Weißt du das, Chippy, auswendig, wie teuer das ist? 45 Gold schreibt das Metall. Ja. Also ich persönlich mache es in meinen Partien immer so, dass ich so 3-4 Schleuderschützen baue, bevor ich die Bogenschießkunst fertig erforscht habe. Um dann mit Gold abzugraden. Ja. Also ich hatte das irgendwie so zwischen 40 oder 60 jetzt in meinem Gehirn abgespeichert. Ja, wir kriegen das kommt wahrscheinlich auch auf die das Spieltempo drauf an. Ganz genau. Oh ja. Definitiv. Ja. Also ich ahne, ich bin jetzt mit dem Speer in der Nähe von China unterwegs, aber ahne, dass wir demnächst von Gott und der Welt angegriffen werden. Wie auch immer, wir versuchen jetzt mal einen Vorteil daraus zu ziehen, dass die Norweger und die Barbaren, also die norwegischen Barbaren und die neutralen Barbaren, dass sie sich beachten, gegenüberstehen und sich vielleicht gegenseitig noch ein bisschen metzen. Das passiert auch, die schwächen sich gegenseitig. Ja, aber weißt du, was sein könnte, dass nicht
Gott und die Welt dich angreifen wird, sondern die Göttin höchstpersönlich, weil wer weiß, vielleicht ist um die Ecke Ägypten. Vielleicht greift Fury uns demnächst an. Das wäre ganz, ganz bitter und hält mich für einen apokalyptischen Reiter. Oh, die Norweger meldet sich. Uns verbindet wahre Freundschaft mit den kleineren Zivilisationen. Wir wissen es zu schätzen, dass ihr das anerkennt. Wir haben noch keinen. Wir sind nirgendwo so zerrän und werden dafür belobigt. Dann würde ich das vorerst anbehalten. Einfach mal so ein paar Leute sparen, bis du ein gescheites Begriff hast. Dann kannst du pokern. Es wird heftig gekämpft rund um Aachen. Wir haben noch keine Einheit verloren. Wir haben eine Beförderung, die wir uns holen können für den Krieger. Dann kann der aber nicht mehr angreifen, aber er würde komplett ausheilen. Wir haben den Schleuderschützen hier. Oh, das ist richtig gut. Jetzt ist die... Ah, ja, das ist so eine schwierige Sache. Wir können jetzt Probleme...